Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Ersten Scott in San Myshuno. Wer hätte gedacht, dass wir als erstes Mal nach San Myshuno wieder reisen werden? Ja, Robins Semester hat geendet und wir haben schon einen Plan für die 200. Folge von Familie Ersten Scott. Ich glaube, die 100. Folge habe ich gar nicht speziell gefeiert, aber die 200. werden wir mit der Hochzeit von... Oh Gott, wo sind sie denn hier? Von Sascha, Joel und Becky feiern. Und das ist aber noch ein bisschen hin. Und ich dachte, wir könnten so zwischendrin noch ein kleines bisschen Gameplay mit Florian schieben. Hier, Annabels Zwillingsbruder. Wir haben nicht viel mit ihm gespielt. Er hat jetzt nicht so die spannendste Storyline, wo man halt irgendwie super viel mega interessantes Gameplay hat. Aber es gibt einige Dinge, die ich mit ihm noch gerne machen würde. Und daran dachte ich, könnten wir ein bisschen arbeiten. Nämlich, wo wir das letzte Mal mit beschäftigt waren, ist Batuu. Und wir haben auch immer noch eine Batuu-Aufgabe offen. Da würde ich tatsächlich gerne wieder hinreisen. Das letzte Mal haben wir unsere Freundin mitgenommen, Eva. Aber ich glaube, das machen wir dieses Mal lieber alleine. Wir haben ja eher halt irgendwie wie so eine Art Urlaub in Disney World gemacht, um uns da die ganze Star Wars Welt anzuschauen. Und jetzt gehen wir da nochmal alleine hin, um die ganzen Aufgaben nochmal so ein bisschen gezielter zu erledigen. Ich würde auch super gerne an diesem Bestreben hier weiterarbeiten. Computerfreak, also dass wir sind ja, wir wollen ja die Technik-Guru-Karriere. Aktuell sind wir noch ein Freelancer. Ich kann mir halt vorstellen, dass wir vielleicht mit dem nächsten großen Auftrag dann auch in die Technik-Guru-Karriere wechseln werden, weil wir da vielleicht übernommen werden oder so. Wer weiß. Das wäre ganz cool. Ich würde nämlich tatsächlich auch als nächstes dann eine App programmieren. Mal schauen, ob wir das alles hier hinbekommen, weil ich dachte, so 2 oder 3 Folgen könnten wir vielleicht mit Florian spielen und danach könnten wir super easy zu Noah und Sascha wechseln und dann haben wir da noch genug Zeit, die Hochzeit vorzubereiten und all das zu machen, die Babys zu Kleinkindern werden zu lassen und sowas. Also ich dachte mir dann, ne, dann haben wir da so ein bisschen Zeit und dann ist das halt nicht irgendwie, dass wir 20 Folgen mit denen verbringen oder so, sondern dass das so ein bisschen kompakter ist. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und ja, hier nochmal ein bisschen Batuu-Gameplay. Ich meine, wer braucht schon das neue Highschool-Pack, wenn man auch mit Batuu spielen kann? Oh. Ich freue mich sehr auf das Highschool-Pack, okay, aber es ist noch so lang hin. Ich nehme dieses Video ein bisschen im Voraus auf. Wenn es rauskommt, dann sind es nur noch 2 Tage und ich werde schon super ungeduldig sein wahrscheinlich. Und ich habe lustigerweise genau, wenn das Pack rauskommt, auch Urlaub. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den Großteil meines Urlaubs in der Highschool verbringen, quasi. Worauf ich mich ja schon freue. Aber ja, bis dahin muss man sich ja irgendwie die Zeit vertreiben. Und was ich auch sehr gerne machen möchte, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon raus sein wird oder ob es erst noch kommt, an dem Tag jetzt. Es wird ja ein Update geben, womit man die Sexualität und die romantischen Einstellungen von Sims einstellen kann. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal richtig angesprochen habe, aber Florian ist asexuell und hat jetzt nicht, also er ist in dem Sinne asexuell, dass er kein wirkliches Interesse hat an sexuellen Interaktionen mit anderen. Und fände ich ganz cool, wenn ich das dann auch einstellen könnte, dass das Spiel das auch weiß. Ich meine, ich steuere ihn ja aktiv und sorge dafür, dass er gar nicht erst irgendwas in die Richtung macht. Heißt natürlich nicht, dass er nicht romantisch interessiert ist, ne? Wir haben ja auch unsere Freundin. Das sind ja alles Begriffe, das sind ja alles Label und Dinge, die sehr vielfältig sind. Aber bei Florian bedeutet das halt, ne? Er hat halt kein Interesse an so sexuellen Sachen, aber romantische Dinge auf jeden Fall. Florian, lass uns doch mal. Ach, weißt du was? Eigentlich musst du gar nicht umziehen. Wir können eigentlich direkt nach Batuu reisen, wenn wir ganz ehrlich sind. Freelance-Branche wechseln. Wir nehmen uns Urlaub alleine nach Batuu, richtig? So funktioniert das? Das ist sehr, sehr lange her. Ich hatte noch nicht mal hier Hobbys und Lieblingsfarbe und sowas eingestellt. Das habe ich, glaube ich, für einen Großteil der Haushalte nicht, weil ich eine ganze Weile nicht mehr wirklich gespielt habe. Mit Familie Erstens Gott. Genau, wir können nach Batuu reisen. Sehr schön. Okay. Und ich würde sagen, wir reisen vielleicht mal zum Black Spire Außenposten nochmal. Und ich wollte dann auch nochmal das Bestreben wechseln. Denn, ich denke da immer so gar nicht dran, dass ich ja auch mit meinen meisten Sims einfach die Bestreben wechseln kann.
Nachdem ich jetzt so viel mit Ash die Ultra-Sim-Challenge spiele, wo eine meiner Regeln ist, dass ich die Bestreben nicht wechseln darf, vergesse ich immer, dass ich das mit allen anderen Sims ja eigentlich trotzdem machen kann. Und dann können wir nämlich auf The Batuu-Bestreben wechseln. Wo sind die denn? Hier, Star Wars. Galaktischer Freibeuter. So sehe ich ihn nämlich tatsächlich. Genau, Level 3 Programmierfähigkeit haben wir schon. Das habe ich nämlich gesehen und dachte mir, hey, das passt ja. 5 Partien Sabacc spielen und ein Getränk in Ogres Cantina bestellen. Ist das die? Ja, genau. Dann lass uns da mal reingehen und nochmal ein bisschen. Wobei es ist halt relativ früh am Morgen, ne? Vielleicht lasst uns erstmal die Fragmente suchen. Versorgungskisten, Bedienfelder, sprich mit Leuten auf Batuu. Okay. Mal schauen, wo hier noch Bedienfelder sind, die wir vielleicht hacken können. Das ist ja eher so unser Ding, ne? Oder Versorgungskisten öffnen. Ich bin mir gerade unsicher, wo wir irgendwas in der Richtung finden können. Sonst können wir natürlich mit Leuten reden. Aha. Diese Person hat keine weitere Information. Das Problem ist nämlich, wir können die Informationsfrequente noch nicht, Fragmente noch nicht zusammenstellen. Wir haben nur 3 bisher und wir brauchen 5. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das heißt, wir müssten halt schon irgendwie hier was finden. Aber ich sehe nicht ganz. Schrotthaufen durchsuchen. Ja, mach das vielleicht mal. Kann jemand so eine Herausforderung herausfordern? Wow, nicht schlecht. Vielleicht müssen wir in einen anderen Bezirk gehen, um noch mehr Informationen zu sammeln. Aber der Schrotthaufen hilft uns ja vielleicht schon mal. Nope, hilft uns nicht. Okay, dann gucken wir mal hier hin zum Bezirk der ersten Ordnung. Ob es da irgendwas gibt, was wir anstellen können. Ach ja, Batuu. Habt ihr auch schon wieder vergessen, dass dieses Pack existiert? Ich auch. Weirdes Pack. Also im Baumodus sehe ich es immer mal wieder und benutze auch gerne ab und an ein paar Sachen. Aber halt so. So Gameplay-mäßig. Können ja einen Landspeeder scannen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das mit den Versorgungskisten funktioniert nicht so richtig. Kann das sein? Also mit dem, die letzten Informationen noch zu sammeln. Weil ich kann ja tatsächlich nichts anwählen. Ich glaube, das wäre normalerweise. Nutzbar. Gucken mal, ob das klappt. Komm schon, Florian. Sonst müssen wir halt eine neue Aufgabe annehmen. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Ich will nur gucken, ob ich die weitermachen kann. Und? Können wir sie mal öffnen? Wir haben nur Altmetall gefunden. Ich glaube, das hilft uns tatsächlich nicht weiter. Brauchen noch 2. Hilft das denn, wenn ich das auf den Boden lege? Und dann. Weil. Wie gesagt, ich glaube, ich kann hier die Sachen nicht mehr hacken und herstellen. Ja, dann entfernen wir das mal wieder und suchen nach einer neuen Mission. So. Gut, dann gehen wir vielleicht jetzt nochmal in die Cantina. Da müsste doch unser Schurkenfriend sein, unser Schurkenfreund. Und dann können wir vielleicht da noch eine neue Mission, vielleicht auch wieder die gleiche, ist mir egal. Hauptsache, sie funktioniert. Aber ich glaube, die ist jetzt ein bisschen buggy geworden, dadurch, dass wir gefühlt Jahre nicht mehr da waren. Ups. Nee, da sollst du eigentlich einfach reingehen. Genau. Geh da einfach mal rein. Einfach mal die Cantina betreten. Da ist doch unser Freund. Freundlich vorstellen. Dann können wir uns mal die Mission anschauen. So, genau, das war das mit dem heißen Tipp. Probieren wir das einfach nochmal. Das ist nämlich genau die Sache. Ah ja, genau, siehst du mal. Informationsfragmente sammeln. Das dachte ich mir nämlich. Können wir mit ihm ein bisschen Sebek spielen? Wir können ja gerne 3 Leute einladen. Das ist ja nicht das Problem. Genau, wir wollen ja 5 Runden spielen.
Ja, setz dich mal hin. Gehen wir los. Kommt die letzte Person auch noch? Okay, dann spielen wir halt einfach so. So, du kannst mal selbstsicher spielen. Komm. Nee, wir werden nicht betrügen. Wir werden selbstsicher spielen einfach. Und das wird schon. Dann wird das schon. Ja. Ich kenne doch meinen Florian, der schafft das. So. Gibt es eigentlich die Batu-Musik als Auswahloption an Vorlieben? Ich kann mir schon vorstellen, dass Florian sowas mögen würde, die Musik. Aber die hatte ich jetzt nicht gesehen, als ich die Lieblingsmusik festgelegt habe. Außer es ist irgendwie seltsame Musik oder sowas. Das weiß ich halt nicht. Können wir uns mal fröhlich vorstellen, vielleicht? Vielleicht auch nicht. Über das rechtschaffende Transportunternehmen reden könnten wir. Ja, das wäre doch mal was. Genau, ein Getränk können wir nachher auch nochmal bestellen. Gar kein Ding. Also eine Partie reicht mir eigentlich auch erstmal dann. War das jetzt eine Partie? Oh, wir haben Geld gewonnen, tatsächlich. Ja, nice. Oh, okay, ihr wollt nicht reden. Na gut, dann können wir bitte ein Getränk bestellen. Wie wäre es mit Mugentee? Dann haben wir das nämlich auch schon mal geschafft. Und dann können wir mal dich nach Informationen fragen einfach. Vielleicht gibt er uns halt keine. Das ist auch okay. Wenn du mir was zu essen bringst. Okay, dann bestellen wir halt mal was zu essen. Im Inventar platzieren, bitte. Können wir dir jetzt gewünschtes Objekt geben, um die Information zu erhalten? Genau. Haben wir? Haben wir jetzt Information? Ja, tatsächlich. Cool. Kannst du ruhig noch zu Ende trinken. Und dann können wir vielleicht noch so ein bisschen Transportkisten und sowas uns anschauen. Haben wir die hier in der Nachbarschaft oder wo müssen wir dafür hingehen? Wo genau? Bin mir da echt ein bisschen unsicher, weil es hieß ja, dass man das auch auf andere Art Informationen sammeln kann. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo. Da ist auch ein Schrotthaufen. Ich meine, die können wir ja ruhig mal durchsuchen. Hier schläft jemand. Aber sonst ein bisschen schwierig, hier das zu finden, was wir finden sollen. Ah, hier können wir vielleicht mal versuchen, die Sperre zu überschreiben. Wartet mal, was steht da denn nochmal? So, öffne Versorgungskisten, hacke Bedienfelder oder sprich mit Leuten. Okay, dann schauen wir mal. Wie gesagt, eins haben wir ja schon. Und ansonsten können wir halt nochmal versuchen, bei zwei Leuten das herauszufinden. War da nicht eben was mit einer Versorgungskiste? Doch, hier. Versuch mal dahin zu gehen. Ja. Ich mache hier überhaupt nichts Eigenartiges. Überhaupt nicht. Ihr braucht gar nicht. Braucht euch das gar nicht anschauen. Ich bin autorisiert. Ich bin autorisiert. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen gefährlich hier, ne? Aber das zählt nicht. Okay. Oh, ganz ehrlich, vielleicht gehe ich doch lieber die Leute nach Infos fragen. Wenn die alle essen wollen, dann kaufe ich denen halt einfach allen Essen und dann ist das easy. Oh! Altmetall, ja klar. Hier, wir haben Altmetall. Nice, jetzt haben wir schon zwei. Was mit dir? Möchtest du vielleicht auch irgendwas Bestimmtes? Und dann kannst du mir Informationen geben? Das wäre doch was. Du brauchst einen grünen Kyberkristall.
Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mal, wo es das überhaupt gibt. Warte, ein Blauen oder ein Grün? Einen Grünen, okay. Habe ich überhaupt genug Credits dafür? Ja, ne? Einen? Ich habe schon wieder vergessen, ne? Ein Grün. Okay, dann kaufen wir den halt. Und dann kriegst du den. Warte, welcher von denen warst du? Du warst das, oder? Ja, das gewünschte Objekt geben. Hey, nicht wegrennen! Wie sollen wir dir den Kyberkristall geben? So, okay. Jetzt sollten wir die ja zusammenstellen können, oder? Nee, jetzt fehlen immer noch zwei. Das finde ich nicht fair. Das finde ich nicht fair. Können wir dich nochmal nach Informationen fragen? Hallo? Altmetall. Haben wir Altmetall? Nope. Schade. Ah, warte. Ist das das, was wir... Können wir das hier durchsuchen? Dann haben wir noch mal welches. War das das mit dem Altmetall? Ja. Gibst du mir jetzt... Ja, sehr schön. Dann gibst du mir jetzt die Informationen. Ach, das funktioniert doch ganz gut. Oh, Eva hat gerade keine gute Gelegenheit dafür. Wie gesagt, ich würd auch super gerne nochmal Terminals hacken, aber ich weiß gerade gar nicht, welche und wo. Ich glaube, du hattest mir schon Infos gegeben. Sturmtruppler frage ich vielleicht mal lieber nicht. Und Scan möchte ich gar nicht. Ich möchte hacken eigentlich. Und das mit der Versorgungskiste scheint irgendwie auch nicht zu helfen. Zumindest hat es bei der einen nicht geholfen. Deswegen lohnt sich das halt auch gar nicht für mich. Wir könnten uns auf jeden Fall hier irgendwo nochmal ein bisschen versorgen, sobald ich weiß, wo das ist. Hier, ne? Genau, auffrischen. Gehen wir uns mal auffrischen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir auch nochmal ins Dingensgebiet reisen. So. Genau. Ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich fünf Stück brauchen. Na gut. Dann war es vielleicht doch nicht buggy. Aber ich konnte aus irgendeinem Grund die Leute halt nicht fragen. Halt, also, es gab irgendwie niemanden, der mir Infos geben wollte oder so. Weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich auch genau die Leute angeklickt, die mir alle keine Infos mehr geben konnten, aber. So schlimm war das ja jetzt auch nicht. Das ging ja alles relativ schnell hier. So, hier laufen doch noch mehr Leute rum, außer diese Sturmtruppler-Typen, oder? Guck mal, hier zum Beispiel jemand. Wir fragen hier mal nach Informationen. Oder können wir hier irgendwas hacken? Altmetall. Hier ist Altmetall. Und du brauchst ein bisschen Sozialkontakte. Ja, können wir ja gleich hier klären. Mit Jeffro. So, jetzt können wir endlich die Informationsfragmente zusammenstellen. Nice. Dann können wir über Datapads plaudern. Ein bisschen den Tag verschönern. Ein bisschen backplaudern. So. Du hast genügend Informationen gesammelt, um sie auf dem Schwarzmarkt von Batu zu verkaufen. Können wir das hier direkt machen? Ah. Ah, wir können sie verschiedenen Leuten geben. Ah, spannend. Über die Macht reden. Lass uns über die Macht reden. Sehr wichtig. Von Druiden schwärmen, von Batu schwärmen. Ja, bitte. Alles. Bisschen über Wookies plaudern. Gut, dann würde ich aber schon zu Hondo gehen.
Alles andere wäre schon ein bisschen fies. Ich kann mir ein bisschen mit ihr handeln gleich. Nachdem wir mit ihr gequatscht haben. Wie sieht's aus? 25% Rabatt. Gerne. Oh. Okay. Dann nehmen wir ein bisschen kostenlosen Popcorn-Mix. Ja, komm, nimm. Und dann können wir nochmal ein bisschen in die Kantina gehen. Für den Abend. Nochmal das ein oder andere Ründchen spielen vielleicht. Ja, das ist doch ein entspannter Tag hier. Ja. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es nicht so lange dauern würde. Also ich dachte jetzt, weil zum Beispiel Robins Folgen gehen ja auch immer relativ schnell. Ob ich auch mal irgendwie 2 Tage in eingepackt habe. Ich hätte gedacht, das würde hier jetzt genauso sein. Wo muss ich hin? Hier, okay. Für mich sehen diese runden Gebäude alle gleich aus. Apropos runde Gebäude, oh mein Gott, jetzt kann man die ja tatsächlich nachbauen in Sims. Weil runde Wände und so. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. So. Dir können wir jetzt gerne den Bericht anbieten. Wem soll ich es auch sonst geben? Mit den anderen habe ich nichts zu tun. Wir haben Ruf bei den Schurken gewonnen. Nice. Wo wird mir denn mein Ruf bei den Schurken angezeigt? Batu-Ruf. Ah, hier. Nice. Sehr schön. Mission abgeschlossen. Eine Bonusbelohnung. Was haben wir denn bekommen? Ach, die Dinger hier wieder wahrscheinlich, ne? Ja, das ist okay. So, dann lass uns doch nochmal weitere Missionen anschauen. Freunde in der Unterwelt. Sowohl der Widerstand als auch die Erste Ordnung wissen, dass die besten Informationen im Boden versickern. Manchmal kann es sich auszahlen, Beziehungen zur Unterwelt zu pflegen. Was auch immer das die wollen. Es gibt aber auch nicht so viel Schurkenruf. Dann würde ich eher was Höheres auswählen. Wir haben eine Warenladung, die wir innerhalb von Black Spire schmuggeln müssen. Diskret. Du musst Köpfchen und Charme beweisen. Bist du der Aufgabe gewachsen? Okay. Ein legitimes Geschäft. Vielleicht eher das legitime Geschäft erstmal. Für die Geschäftsreise vorbereiten. Geschäftsreise abschließen. Ah, okay. Ja. Dann spielen wir doch mal eine Runde Sebag. Zu viert wieder gerne. Oh, du bist da halt ein bisschen im Weg, aber ist okay. So, jetzt aber. Diesmal können wir wieder selbstsicher spielen. Guck mal, wir sind doch sogar gerade selbstsicher. Also, perfekt. Und wir haben Spaß davon. Das ist doch auch klasse. Ach ja. Nee, aber klingt doch gut, die Mission zu machen. Können wir vorher nochmal schlafen gehen. Und dann passt das doch ganz gut. Ja, wie gesagt, also ich habe halt so viele Dinge eigentlich noch mit Florian vor. Ich möchte halt, wie gesagt, an seinen Karrieresachen arbeiten. Er ist halt schon ein bisschen ehrgeiziger, karriereorientierter. Was sind nochmal seine Merkmale? Ja gut, selbstsicher Spinner und Bücherwurm. Aber ich sehe ihn schon auch als ehrgeizigen, karriereorientierten Sim an. Wie gesagt, der hier ein bisschen vorankommen möchte, ich würde gerne eine Handy-App programmieren. Dann können wir halt auch mal wechseln. Hat er verloren? Och. Och, Junge, das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt leid. Ich würde aber anstatt noch eine Runde zu spielen, lieber mit ihm schlafen gehen. Da können wir auch auf die Geschäftsreise gehen, okay. Aber ja, geh du mal schlafen, mein Lieber. Und ja, dann spielen wir die nächste Folge hier auch weiter in Batu. Auf Batu? Ich weiß es nicht. Und ja, also Florian ist, glaube ich, ganz glücklich, wieder hier zu sein. Ich hoffe, euch interessiert das auch. Wird, wie gesagt, nicht lange dauern. Und dann werden wir auch zu Noah und Sascha wechseln. Aber ich wollte nochmal wieder Batu einen Besuch abstatten. Ich finde das ganz cool. Und dann habt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.